Guten Abend, liebe Freunde. Ich wollte euch an sich heute Abend an die Erklärungen abgeben über Lichtnahrung. Lichtnahrung ist anscheinend ein Begriff, wo viele Menschen nicht unbedingt verstehen, was damit gemeint ist. Lichtnahrung hat nichts mit Religion oder mit Gurus zu tun oder sonst was, sondern Lichtnahrung heißt einfach, dass man sich von Licht ernähren kann. Dies kann auf verschiedene Art und Weisen passieren, aber ich gebe euch einfach einen guten Tipp. Geht bitte hin und googelt mal Jess Moen, die Australierin. An sich ist sie ein gutes Vorbild für Lichtnahrung und sie hat schon vielen Menschen helfen dürfen. Selbstverständlich auch in dieser Sache gibt es sehr viele Kritiker und sogenannte Beweise, dass Menschen gestorben wären, weil sie diese Lichtnahrung dann probiert hätten. Also die Lichtnahrung zu erlernen, ist ein Prozess. Da drückt man nicht den Knopf und sagt, ab morgen esse ich nichts mehr und nehme Lichtnahrung zu mir. So ist es nicht. Was ich persönlich sagen kann, ich habe diesen ganzen Prozess durchgemacht und der hat mir so gut gefallen, der dauert, zu eurer Information, 21 Tage. Von diesen 21 Tagen sind 7 Tage, und zwar die 7 letzten Tage, die sind ohne Trinken. Ja, und dann sagen sie sofort, oh ja, der hat nicht alle Tassen im Schrank. Ich wiederhole mich wieder und sage, bitteschön, es geht, ich lebe immer noch, zum Ärger von vielen, die mich nicht unbedingt so lieben, weil ich anscheinend viele Menschen auf den Schlips trete durch diese Messungen, die normal durchgeführt werden, weil es die geistige Welt oder Joshua oder Gott, die Urquelle oder wie auch immer, mir das aufgetragen haben. Da sind ja viele andere Meinungen, sollen sie auch. Ich will niemandem eine Meinung oder eine Ansicht aufzwingen, garantiert nicht. Was ich möchte, ist meine Aufgabe zu erfüllen, die man mir aufgetragen hat, unter anderem eben diese Werte zu messen. Was nicht immer einfach ist, könnt ihr mir glauben, denn diese Werte sind so drastisch gestiegen, dass die einen sagen, das sind keine Bovis-Einheiten mehr, wie man das auch immer bezeichnen soll. Wir haben angefangen mit Bovis-Einheiten 2012 und so ging das immer weiter. Und weil diese Steigerungen eben so weiter gingen, ob das nun tödlich wäre für Menschen oder nicht, was die Wissenschaftler sagen, das steht gar nicht zur Debatte hier drin. Es geht ganz einfach, dass ich meine Arbeit einfach tue und diese Messungen weiterführe. Mittlerweile gehen wir da schon in die Levels hinein und auch da sind jetzt gerade, habe ich die ganzen Kommentare versucht zu lesen von gestern und von vorgestern, weil ich jetzt endlich wieder zu Hause bin nach einigen anstrengenden Tagen der Arbeit. Wie ihr wisst, haben wir eine Praxis hier und wir machen eben auch diese Behandlungen, wenn man das so ausdrücken möchte, in energetischem Sinne. Und meine Partnerin, die Ulrike, macht psychologische Beratungen, unter anderem auch noch dazu. Und alles, was so an alternativer Methoden in Frage kommt, den Menschen zu helfen. So, das ist unsere Arbeit. Das Messen ist das, sage ich mal so, ein Auftrag, den wir auch erfüllen. Und die Lichtnahrung, das ist einfach ein für mich absolut notwendiger Prozess, den auferwacht oder aufgewacht oder wie man das auch immer bezeichnet, Menschen trainieren sollte.
So, da gab es so viele Probleme und gutes Verständnis. Einige lesen nur einen Teil meiner Publikationen und ziehen das den einen Teil dann raus und lassen sich dann da lang und breit drüber aus. Ich kann keinem das verübeln, das steht jedem frei zu tun und ich bin auch keinem böse für irgendwas. Ne? Nur manchmal sollte man, so wie jetzt gerade eben, da hat Joshua mir dann sozusagen so geflüstert, ich sollte ein kleines Video machen, weil die Menschen das dann besser verstehen als Worte, die immer nur Emotionen darstellen. Ich habe keine Emotionen in der Richtung, auch wenn viele denken, mich würde das ärgern, was da geschrieben steht, oder mich würde das aufregen. Ich bekomme so viele Mails, die dann sagen, ja, ich soll weitermachen und nicht das Negative sehen. Ich sehe nichts Negatives. Und sowieso will ich immer nur Klarstellung machen. Und eine Klarstellung ist hier, überteuerte Preise haben wir garantiert nicht. Das sind Energieausgleichungen. Und für die Zeit und Stunden, die wir investieren, auch bei Behandlungen, ist es üblich, zu zweit, wir behandeln immer zu zweit und zusammen, ist es üblich, diese Tarife, da sind sie noch weit unter den Preisen, wie zum Beispiel hier von der Schweiz oder sonst von Österreich. So, das einmal nebenbei erwähnt. Dann habe ich geschrieben gestern, jeder sollte seine Miete zahlen. Das geht gar nicht um die Miete zahlen. Hier geht es einfach und allein darum, ich wollte damit zum Ausdruck bringen, unser normales Leben sollte weiterlaufen. Ob Aufstieg oder das Wort Aufstieg habe ich auch gelesen, ist auch irgendwie schlecht gewählt. Ich habe es nicht erfunden, ich habe es übernommen und rede daneben. Wollen wir, um einigen dann entgegenzukommen, sagen, der neue Weg, ne, in die Liebe, dann können wir das auch so bezeichnen. Ab morgen werde ich das auch so ausdrücken, dann werden einige ganz zufrieden sein. Und es geht mir einfach darum, Ruhe und Liebe in diese Sache hineinkommen zu lassen, damit man nicht über Emotionen den Hauptweg, den neuen Weg aus den Augen verliert. Dieser Hauptweg, den wir gehen sollen, das ist einfach, müssen muss keiner hier was. Man kann auch Fleisch essen, solange man will. Ich sage ja immer nur das, was der Weg ist. Ich habe noch nie was anderes ausgedrückt. Dann will ich auch noch dazu eine Erklärung abgeben. Ich bin Luxemburger. So, und die Luxemburger reden hauptsächlich Französisch. Insgesamt rede ich 6 Sprachen. Und ich bin an sich ein bisschen deformiert, was die Sprache, die deutsche Sprache anbelangt, weil ich das immer vermische und manchmal kommt das nicht so gut rüber bei den Menschen. Das sei auch noch dazu erwähnt. So, jetzt komme ich wieder zurück, zu dem, was Lichtung angeht. Jeder kann essen, was er will. Jeder ist frei. Jede Seele entscheidet, ob sie diesen neuen Weg gehen möchte oder ob sie nicht gehen möchte. Das steht jedem frei. Nicht eine Religionsgemeinschaft, nicht die Katholiken, nicht die Zeugen Jehovas, nicht die Jesuiten oder was auch immer man aufzählen will, ja, bestimmen unseren Weg. Sie können uns formen, sie können uns in eine Schablone pressen wollen, das ist alles klar. Aber sie bestimmen nicht schlussendlich den Weg, den wir wählen. Das sind wir selbst. Und unsere Seele, das ist dieser nicht sichtbare Teil, denn der Körper ist sichtbar, diese Seele, die wir alle haben, die entscheidet ja, was wir tun wollen und teilt dem Körper das in dem Sinne mit. Und da kommen dann wieder viele Plus und Minus dazu, ob das dann so sei, ob das richtig sei, denn die meisten Menschen sind im Ego leider gefangen und lassen nicht zu, dass andere neue Ideen reinkommen können in diesen Körper. Zweiter Punkt ist der, dass Fleischnahrung,
Ich will gar nicht darauf eingehen, dass das, was da alles passiert, wenn wir Fleisch essen. Ne? Ich sage nur einen Grundsatz. Und der Grundsatz überall im Universum ist der Grundsatz der Resonanz der Liebe. Was du nicht willst, dass man dir zufügt, füge auch keinem anderen zu. So einfach ist das. Wer möchte schon gepiesackt werden? Wer möchte den Nase abgeschnitten bekommen, den Schwanz abgeschnitten bekommen, die Hörner, wenn man welche hat, abgeschnitten oder abgekniffen bekommen. All diese Dinge, ja, sind anormal und werden fast den meisten Tieren zur Züchtung zugefügt. Und dann selbstverständlich auch noch den Tod auf eine Art und Weise, die gar nicht spaßig ist. Wenn ihr euch da mal ein paar Filme anguckt, dann könnt ihr euch da jeder sagen, was er fühlt und was er denkt. Ich habe auch da eine Grundregel. Jeder, der noch Fleisch isst, sollte sein Tier, was er essen möchte, selbst töten müssen. Klar, dann gibt es ganz viele bestialische, animalische Menschen, die das gerne tun, die sich sogar selbst schlachten oder sonst was. Aber es gibt aber die meisten Anteil von Menschen, die das Fleisch kaufen, schön verpackt, dass sie nicht mal richtig wissen, wo es herkommt. Und das ist unsere Nahrungsindustrie, die das nun mal so hinstellt, ne, so verpackt, dass wir einfach Gefallen daran haben. Und dann gibt es wunderbare Menüs, die wir von Kindesbeinen an angelernt bekommen über den Nahrungsweg, dass es gut schmeckt. Und es schmeckt ja auch alles gut. Ich habe liebend gern immer alles gegessen. Ich war ein Genießer. Aber mittlerweile durch diesen neuen Weg ist es bei mir eben dazu gekommen, dass ich gesagt habe, klar, ich möchte mein Leben umändern. Das ging auch nicht von heute auf morgen. Ich habe fast 2 Jahre dafür gebraucht. Allein das innere Umdenken, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ab heute werde ich Veganer. So, das war mal der erste Schritt. Wenn man das dann erlebt hat und die Freude empfinden kann, dass man sieht, wie gut du alles das verträgst und wie lecker du kochen kannst. Ich habe auf der Website auch viele vegane Menüs, die ich dann in Sizilien, wo ich gewohnt habe, 2 Jahre ganz allein, mir selbst gekocht habe, um herauszufinden, wie schmackhaft man alles machen kann. Das ist auch wiederum nur in diesem ganzen Prozess ein Schritt in die richtige Richtung. Denn nachher braucht man das alles gar nicht mehr. Der nächste Schritt ist die Rohkost. Und dann irgendwann kommt man auf diesem Weg selbstverständlich zur Lichtnahrung. Und die Lichtnahrung, das ist etwas Fantastisches. Ja? Lichtnahrung heißt jetzt nicht, dass ich nichts mehr genießen kann. Aber ich genieße mental alles, was ich mir vorstelle. Und auch wiederum das ist nur ein Schritt in diese Richtung der Lichtnahrung. Das sind die ersten Schritte, wo man sich dann vorstellt, eine Erdbeere zu essen, was mein großer Favorit war in den Obstsorten, eine Erdbeere zu essen. Man fühlt sogar den Geschmack auf der Zunge. Das ist, weil die Seele sich dann erinnert und der Gaumen sich dann erinnert, wie sowas schmeckt, und dann läuft dann das Saft im Mund herunter. All diese Dinge sind ein Prozess, eine Entwicklung zur Lichtnahrung. Klar kann man dazu trinken. Es gibt, wie richtig erwähnt in einigen Kommentaren, Menschen, die können sich dann das Wasser, was sie trinken, vorstellen, was sie alles in dieses Wasser hineinprojizieren. Ne? Und das wird ihnen dann gut tun. Aber auch das ist nur ein Schritt auf dem Weg zur Lichtnahrung. Lichtnahrung ist dieses göttliche Licht. Auch kannst du auch draußen machen, über Sonnenlicht, was ich liebe. Ich tanke da auch großen Teil meiner Energie. Und ich wiederhole nochmal, ich bin im Moment, sozusagen, auch nicht mehr 100% auf Lichtnahrung, weil ich manchmal eben noch ein bisschen vegan esse. Der nächste Punkt ist der, dass ich aber 8 Monate Lichtnahrung gemacht habe.
und ohne Probleme überlebt habe. Und davon sogar 7 Tage ohne einen Tropfen Wasser zu trinken. Ja. Wer sich dafür interessiert, bin ich gerne bereit, wenn ihr mir da privat eine E-Mail schreibt, dass wir einen Kontakt haben. Das ist kostenlos. Nicht, dass es wieder heißt, ich wollte Geld damit verdienen. Ich würde euch gerne beraten, individuell, den wirklich diesen neuen Weg wählen möchte, den werde ich gerne beraten und meine Erfahrungen erzählen und ihm helfen, dies oder jenes zu bewerkstelligen, sodass das alles ganz gut vonstatten gehen kann. Ja? Ich will mich da nicht als Coach aufspielen, ganz einfach als Berater ohne Verpflichtung zu nichts, wenn jemand das erfahren möchte. So, das einmal wichtig gesagt zu werden. Was jetzt die Kommentare angeht, in Libertonia, das ist nun mal da, wo am meisten Kommentare sind in diese Richtung, dann möchte ich euch einfach bitten, lest bitte die meine Postings richtig durch, denn da wurde gesagt, ich hatte vorher nichts erwähnt von dem Aufstieg und so weiter. Doch, ich habe alles immer ganz präzise gesagt. Und ich will das nochmal erklären. Also dieser Aufstieg, der jetzt stattgefunden hat, das ist das, was ich erkläre jetzt, im Hier und Jetzt. Dieser Aufstieg hat stattgefunden, schwingungstechnisch. Ja, sagt die geistige Welt, jetzt ist Gaia aufgestiegen. Dass das jetzt im Außen noch nicht diese Früchte zeigt, das hat damit zu tun, dass die Materie selbst, wo alles passiert, länger braucht dafür zu reagieren. Aber die Schwingung ist da. Und bei uns wird das nicht anders sein. Und was selbstverständlich durch diesen Aufstieg passiert ist, das können nur wenige begreifen. Man muss sich dann länger schon mit dieser Sache, Entschuldigung, der Sache beschäftigt haben. Im geistigen Bereich zum Beispiel, da ist durch diese Schwingungsanhebung sehr, sehr viel passiert. Und das kann ich euch persönlich bestätigen. Ich habe zum Beispiel beim Helfen, bei der Energie, die man weiterleiten kann, diese göttliche Energie, so wie wir nun mal arbeiten, hat sich vertausendfacht gegenüber dem, wie es mal vorher war. Ich sehe genau die Anstrengungen, die ich vorher machen musste, um Energie weiterzugeben. Und dann sehe ich die Leichtigkeit, mit der ich jetzt um Hilfe bitten kann bei der geistigen Quelle, bei der Urquelle, um diese Energie weiterzuleiten. Und das geht viel einfacher, seit die Schwingung so stark erhöht ist. Dann will ich noch ein anderes Thema anschneiden. Und zwar fleischliche Nahrung ganz klar, Lichtnahrung ganz klar. Aber ich habe dieses Thema angeschnitten, dass man auch zum Aussteigen eben diese Lichtnahrung tätigen sollte. Wenn ihr da auch da den Text ganz genau liest, werdet ihr erkennen, dass ich nicht gesagt habe, dass man ohne Lichtnahrung auszuüben nicht aussteigen kann. Das steht nirgendwo. Ich habe nur gesagt, dass wenn wir aufgestiegen sind und würden gerne diesen Aufstieg und alle Vorteile daraus nutzen, wie zum Beispiel in der Merkaba verreisen, ne, will ja jeder, das ist wunderbar, sich das vorzustellen, ne, das heißt, sich hier in diesem Körper dematerialisieren oder aufzulösen in alle Bestandteile, in alle Atome. Und dann auf einer anderen Stelle mich wieder zu materialisieren. Diese Fähigkeiten zum Beispiel, die alte Gurus zum Beispiel hatten, alte göttliche Menschen konnten das, oder Jesus konnte das ja auch, ja, dies setzt selbstverständlich voraus, dass das passieren kann, dass wir unsere 12-Strang-DNA aktiviert haben. Also noch ein längerer Weg für einzelne von uns und für den Großteil sowieso. Aber wer auf dem Weg dazu ist, der braucht unbedingt
diese Lichtnahrung, also nichts Feststoffliches mehr zu sich zu nehmen, denn sonst funktioniert diese Entmaterialisierung und Dematerialisierung und Rematerialisierung einfach nicht, das geht nicht. Ne? Und das ist der Punkt, den ich betitelt habe damit, und darum sollt ihr euch darüber Gedanken machen. Und bitte lasst das alles in Liebe geschehen und nicht in Aufregung und in Wortsenkereien. Das ist gar nicht notwendig, denn was bringt das uns, wenn wir uns da erheifern? Das bringt wiederum negative Energien in den Raum und dann zieht das uns alle die Energie herunter und wir leiden. Ne? Und das soll nicht sein. Wir sollten alle in der Liebe und in der Freude sein und wirklich wachsen im Geiste und in dem, was wir uns, wenn wir diesen neuen Weg beschreiten wollen, auch immer darunter vorstellen. Das ist der wichtige Punkt. Diese Bitte an euch, bleibt in der Liebe und ihr werdet sehen, wie wunderbar alles geschehen kann. Und seid nicht zu erwartungsvoll, auch im Außen. Alles braucht seine Entwicklung, alles braucht seine Zeit. Ja? Und Zeit ist relativ, besonders für uns hier auf der Erde, aber noch viel mehr im geistigen Bereich, weil es doch die Zeit in der Form, wie wir sie erkennen, gar nicht gibt. So, das sollte mein Abschluss gewesen sein für heute. Schreibt mir einfach Kommentare, ob es euch gefallen hat. Dann werde ich selbstverständlich gerne, sehr gerne noch ein präzises Video machen über Lichtnahrung, wenn das dann so angebracht ist. Ich danke euch dafür.